In klaren Worten treffen sich hier weltfremde und elitäre Leute, die oftmals gegen jede Sachkenntnis sich anmaßen, Entscheidungen zu treffen, die einen großen Teil der Welt beeinflussen. Entscheidungen, die sie treffen, sind ausschließlich auf den persönlichen Machterhalt und die Bereicherung der Wirtschafts- und Finanzeliten gerichtet. Richtig oder falsch? Es ist noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Das, was Sie hier in den Bildern der Demonstrationen gesehen haben, ist ja ein Ausdruck für die langsam steigende Wut, den Zorn der Menschen, immer mehr Menschen, die erleben, dass sie in einem Wirtschaftssystem leben müssen, ein Wirtschaftssystem, das ausschließlich und allein den Kapitalinteressen dient, etwas, was Ihr jetziger Ministerpräsident auch mal formuliert hat, und über die Interessen der Menschen und über die Interessen der Menschen. So plakativ hat er das nicht gesagt und so dumm. Nicht so plakativ, deswegen, ich sage es ein bisschen besser. Über die Interessen der Menschen und der Natur einfach hinweggehen. Und das ertragen die Menschen nicht mehr, vor allem nicht mehr junge Leute, die das ganze Leben vor sich haben. Wir haben 300 Menschen aufgrund dieser ganzen Entwicklung, die haben ein Vermögen von 1 Billion $. Zusammengenommen. Das ist aber genauso viel, wie die Hälfte der Menschheit, nämlich 3 Milliarden, an jährlichem Einkommen hat. Ein solcher Zustand ist unhaltbar. Und infolgedessen muss dieses Wirtschaftssystem, das man ja auch dadurch kennzeichnen kann, dass der Börsenwert eines Unternehmens umso höher steigt, je mehr Leute wegrationalisiert werden. Ja. Ein solches System ist nicht konsensfähig. Es ist undemokratisch und muss ersetzt werden durch eine neue Wirtschaftsordnung. 2 Fragen. Wir sollten nun wirklich aufhören, darf ich mal sagen. Danke, dass wir wirklich aufhören, dass wir Menschen, denen es schlecht geht, in dem einen Bereich ausspielen gegen Menschen, denen es schlecht geht, im anderen Bereich. Das ist so schlecht, das eine wie das andere. Wir reden uns dauernd auf das Geld heraus. Die ganze Misere in der Gesundheits- und der Bildungspolitik wird immer unter dem ökonomischen Gesichtspunkt geführt. Der Mensch als Kostenfaktor, er darf möglichst wenig kosten. Und so funktioniert die gesamte Wirtschaft. Dabei gibt es auf der Erde Geld wie Dreck, Geld wie Heu. Es ist nur völlig falsch verteilt, auch bei ihm. Er kriegt nicht das Geld, das er eigentlich bräuchte in Neukölln. Vielleicht nochmal die Grundsatzfrage aufwerfen, was hat sich eigentlich verändert? Also früher war es doch so, die Banken und die Versicherungen, die waren dazu da, um dem Staat und der Wirtschaft Kredite zu geben, damit sie investieren können. Das sind der Banken, ich war in der Versicherung. Heute ist es umgekehrt. Heute ist die Ökonomie, ist die Wirtschaft, ist die Industrie abhängig von den Banken, von den Investmentbanken, von den Versicherungen. Beispiel Nokia, die bestimmen die betriebswirtschaftliche Politik in einem Unternehmen. Das heißt, die Anleger, die Inhaber von Nokia in Australien, in Amerika oder sonst wo, die haben dem Vorstandsvorsitzenden in Helsinki gesagt, hören Sie mal, in Bochum habt ihr nur 10% Rendite. Wir wollen aber 20%. Der Ackermann hat sogar gesagt, man braucht 25% Rendite als Bank. Am Weltmarkt. Als Bank, das hat sich ja übertragen. Ich war eben auf die reale Wirtschaft. Und dann haben die gesagt, also das kriegst du in Bochum nicht hin, obwohl ihr schwarze Zahlen schreibt, ihr kriegt es aber in Rumänien. Da sind die Löhne um 5 Euro billiger oder um 6 Euro. Also haben die diesen Kapitalanlegern gehorcht, die sind nach Rumänien und haben die wirtschaftliche Existenz von 10.000 Menschen hier bei uns in Deutschland regelrecht vernichtet. Ein solches System ist krank. Ein System, das so etwas möglich macht, ist falsch. Und deswegen, glaube ich, muss man die Frage wirklich erörtern. Es handelt sich hier um keinen Unfall, sondern es ist das Ergebnis einer Veränderung unseres Wirtschaftssystems. Wir haben heute keine soziale Marktwirtschaft mehr, sondern wir haben puren Kapitalismus.